Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Und heute herzlich willkommen zum Schlagzeugunterricht mit Bobby. Der wird jetzt nicht besser, je öfter ich den erzähle, oder? Wir sind heute wieder unterwegs im Namen der Grillrost-Family, Freunde. Und eigentlich ist das ein Oktoberfest-Nachbrenner oder ein Vorbrenner. Schmeckt aber nicht nur in Bayern, sondern schmeckt immer. Wir machen heute Steckerlfisch. Habe ich das richtig ausgesprochen? Die Bayern von euch werden mich jetzt in den Kommentaren unten wieder zerreißen. Steckerlfisch, also Fisch am Stock über Feuer. Finde ich erstmal eine gute Geschichte. Schmeckt unheimlich geil und ja, wie ihr sagt, nicht nur in Bayern. Wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, wie das geht und was ihr dazu braucht, dann bleibt einfach dran. Ja, und wir starten heute wieder mit der Hardware, denn für Steckerlfisch brauchen wir Steckerl, also Stöckchen, ne? Und dafür, und passend zum Thema, hat grillrost.com neu auf dem Markt einen Steckerlfischhalter. Ja, wenn ihr das bestellt, dann kommt das so bei euch an. Ihr habt hier einmal quasi den Halter komplett, der ist schraubbar und passt fast auf, na, ich würde sagen, auf jede Feuertonne rauf, auf jeden Kugelgrill. Und wenn das immer noch nicht passen sollte, gibt es hier auch noch so einen Erdspieß dazu. Ja, der ist auch dabei. Dann könnt ihr das direkt in die Erde flanken, da raufpacken und dann über dem offenen Feuer, über dem Lagerfeuer, über einer kleinen Feuerschale euren Steckerlfisch machen. Das Ding ist verstellbar, zeige ich euch aber nachher nochmal. Hier, guck mal, da habt ihr einige Positionen, die ihr anwählen könnt. Und dann verlagert sich der Fisch quasi. Ich zeige euch das. Ne? Dazu sind auch noch ja, Steckerl, 18 Stück, glaube ich, insgesamt bei dem Paket. Und das gibt's ab sofort bei grillrost.com. Link unten in der Box, ihr wisst Bescheid. Ne? Erste Hardware. Zweite Hardware ist heute unser Feuerplattengrill. Hm? Weil das ist jetzt für mich die beste Möglichkeit, um hier irgendwas in einer vernünftigen Höhe anzugrillen. Das heißt, wir können unser Gerät hier anstecken. Zack. Schraubt er euch fest. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe jetzt hier ein paar Kohlen drin, passend zu dem Gerät natürlich. Heute auf heißen Kohlen, ne, von Klausi. Grüße gehen raus. Die werden wir jetzt gleich anfachen und dann geht's weiter mit dem Rest. Ah, und jetzt starten wir auch schon mit der Software oder in diesem Fall der Fischware. Wir brauchen nachher noch ein bisschen mehr. Das machen wir dann aber nach und nach. Wir machen nämlich noch eine geile Fischremoulade dazu quasi. Aber erstmal Meeresgetier. Ich habe hier, guck mal. Doraden. Die sind jetzt ein bisschen untypisch, glaube ich, für Stockfisch, aber uns schmecken die ganz gut und deswegen machen wir einfach mal Dorade heute. Und wir haben den typischen Stockfisch, Makrele, aber versucht mal, Freunde, in Berlin an vernünftige Makrelen ranzukommen. Das hier sind Makrelchen. Ich glaube, da werde ich mal zwei auf einem Stock probieren. Hm? Aber die müssen wir jetzt erstmal übers Feuer kriegen. Das heißt, wir fangen damit jetzt auf jeden Fall an. Wir brauchen noch ein bisschen Limetten. Hier, zack. Und ein bisschen Neptuns Fischgewürz von der Spice Bar. Das ist der Allrounder für Fisch. Der passt immer. Noch ein bisschen gutes Olivenöl. Und damit starten wir jetzt durch. Fisch aufspießen. Ja, Fisch und der Steckerl. Freunde, ich habe mir da tatsächlich schon einige Methoden angeguckt im Internet. Denn ich habe persönlich Stockfisch noch nie selber zubereitet. Oft gegessen, oft genossen, aber noch nie selber zubereitet. Es gibt jetzt da viele Möglichkeiten, diesen Stock durch den Fisch durchzukriegen. Nagelt mich da bitte nicht fest, ich kann das nämlich nicht. Bei der Dorade ist das jetzt wieder ein bisschen anders, weil wir nur den vorderen Teil quasi haben und hinten wird das ja alles ganz fest. Also würde ich sagen, einmal durch den Mund drin und hinten wieder raus, oder? Wir stellen uns da jetzt gar nicht so an. Ja, Dorade hat Zähnchen, da müssen wir mal ein bisschen gucken. Erstmal machen wir Mund auf hier. Oh komm. Ah, so. Und dann, ja, ich würde sagen, kräftig durchgestochen. Nicht in den Finger. Und dann gucken, wo wir da hinten wieder rauskommen. Möglichst am Schwanz. Mal guck mal. Wir gehen hier schon in die richtige Richtung. Passt auf eure Finger auf. Komm. Freund. Ah, da ist er. Na guck mal. Das ging nur halbwegs, oder? Dorade ist aufgespießt. Es gibt da jetzt eine Variante, hier an den Rippen vorbei zu eiern, damit die dann noch ein bisschen offener stehen. Das kann ich nicht. Und das geht auch nicht bei der Dorade. Wir spießen jetzt erstmal die Doraden fertig. So, aufgespießt habe ich sie jetzt. Ja, nicht schön, aber selten, wie ich immer so schön sage. Ne? Ja, kann man so machen. Unsere Makrelen haben gleich hier so einen Tandemsprung gebucht. Anders passen die halt nicht. Die sind viel, viel zu klein. So, die noch kurz würzen. Dafür bringen wir noch ein bisschen Säure ran. Also ein bisschen mit Limette ja, in den Fisch. Da müsst ihr aber auch nicht übertreiben. Kann noch ein bisschen mal drauf. So, Limettchen. Und dann Neptuns Fischgewürz. Wo ihr es reinkriegt. Also gerne natürlich innen. Schön. Und außen kann er auch noch mal ein bisschen was haben. Und so, Freunde, machen wir jetzt erstmal alle unsere Fische. Und dann grillen.
Ja, und wenn die alle schön Würzung haben, dann ganz zum Schluss nochmal außen mit ein bisschen Olivenöl arbeiten. Also einfach vorsichtig rüberpinseln, nicht das ganze Gewürz wieder runternehmen, ne? Ja, könnt ihr jetzt sicherlich auch vorher machen, aber das geht sich aus, ne? Würde ich sagen. Zack, so, Olivenöl. Und so ist der Fisch fertig zum Grillen. Unsere Kohlen sind mittlerweile, guck mal, gut durchgebrannt, da ist ordentlich Glut drauf. Und jetzt stecken wir unsere Fische hier einfach bloß noch rauf, damit die auch mal Hitze kriegen. Wir fangen mit der Hautseite nach unten an quasi. Also so bitte. Ja, wartet, ich hol die anderen. Zack. Das sieht doch schon geil aus hier, oder? Ja, komm. So. Und unsere kleinen. Guck mal, also 6 passen nebeneinander. Wir haben jetzt 5 Spieße voll. Vielleicht kann ich noch einen mit den kleinen machen. Aber da gucken wir uns erstmal an, ob die was werden. Und jetzt, was ich euch vorhin noch zeigen wollte. Jetzt habt ihr hier mehrere Stufen. Guck mal. Einmal. Ja, zweimal. Dreimal. Ja, und die ganz unterste. Zack, ist so. Also könnt ihr schön im Garprozess quasi die Fische immer steiler stellen, damit dann weniger Hitze am Ende rankommt. Aber jetzt erstmal ordentlich Hitze von unten. Und ich muss sagen, Freunde, das hat ja schon wieder was unheimlich Meditatives. Also finde ich geil. Stockfisch ist jetzt schon mal eine 1. Wenn es auch noch schmeckt, super. Ja, also ich habe mir jetzt noch ein bisschen eingespielt hier. Man muss sich ja damit auch erstmal anfreunden mit dem Gerät. Aber ich finde das sehr, sehr geil. Das funktioniert nämlich super. Ich habe die Kohlen jetzt noch ein bisschen platter geschoben, meine richtige Position gefunden. Und ich würde sagen, so können unsere Fische richtig schön lecker werden. Zurzeit kann ich noch gar nicht sagen, ich denke 20, 30 Minuten so und dann nochmal umdrehen. Wir gucken. In der Zwischenzeit machen wir noch unsere Remoulade. Was gibt Schöneres, als bei so wunderschönem Wetter draußen zu grillen? Mir fällt wirklich nichts ein, Freunde. So, zack, Remoulade. Ich benutze als Basis ein bisschen Mayonnaise und ein bisschen Schmand. So 200 auf 100. Ich schreibe euch das genaue Rezept unten in die Box rein. Ne? Ich habe hier so ein paar Meeresalgen. Die müsst ihr jetzt nicht nehmen. Aber wenn euch die in den Einkaufswagen fallen irgendwo, dann nehmt die doch mal mit. Die haben auch so einen ganz speziellen Seegeschmack, sind ein bisschen salzig und ist eine geile Alge. Kann man mal machen. Ich bin jetzt sonst nicht so der Grünzeug-Fan, aber so eine Sachen kann man mal machen. Ich habe hier noch ein Ei, ein hartgekochtes, ein bisschen Knoblauch und ein wenig Zwiebel. Eine Küchenmaschine von Gefo, in dem Fall den Speedwing, der macht sich dafür wirklich ganz gut. Und ein Gewürze von der Spice Bar. Scharfe Keule, Jatenmische und Graf Koks. Und gerade noch vergessen, Limette und Bierchen natürlich. Cheers auf euch. Denn auch zu Fisch schmeckt jedes Bier besser aus dem 0,0 Barbecue-Glas. So, Werbung Ende. Los geht's. Na, ganz kurz ein bisschen klein machen, also Zwiebel, beziehungsweise in dem Fall Schalotte. Wir hatten hier 2 Schalotten, ich glaube eine reicht. Knoblauch, zack. Ein bisschen was von der Algen. Ja, das nehme ich nicht. So. Erstmal einmal vordrehen. Und wenn das so aussieht, also alles schon mal schön klein ist, dann kommt noch unser Ei dazu. Weiter geht's. Na, wieder. Ist nicht Muffin, Freunde. Zack. Und dann, guck mal, habt da so eine Masse. Die ist geil. Und die kommt da erstmal mit rein. Schön alles mitnehmen. Ida, was ist denn los? Dann riecht den Fisch, glaube ich. Gefällt dir nicht. Ida ist Fleischgeruch gewöhnt. So, alles drin. Ja. Limette. Den Saft von einer halben, würde ich sagen. Ja, zack. Schuss, gutes Olivenöl. Und würzen. Also ein bisschen scharfe Keule. Nicht zu viel. Zack. Jatenmische, Freunde. Da können wir jetzt wieder ordentlich was nehmen. Ja, sollen ja Kräuterchen ran. Zack. Und Graf Koks. Ja, einmal umrühren. Zack. Mal gucken, wo wir da angekommen sind. Guck mal hier. Ja, super schneller Dip. Passt auch zu allem, Freunde. Natürlich zu Fisch, aber ihr könnt das nehmen, zu was ihr wollt. Einmal kurz probieren. Ist gut. Jetzt brauchen wir nichts mehr machen. Wir warten jetzt, was unsere Fische sagen. Ja, und zwischendurch immer mal gucken. Ich habe jetzt unsere Fische mal ein bisschen in der Position verlagert. Also schräg. Das geht auch ganz einfach. Einfach rausziehen und wieder reinstecken. Guck mal, und bei den Kleinen hier, da passiert schon richtig was, wa? Ja, die drehen wir jetzt schon mal auf die Seite, dass sie von unten Hitze kriegen. Die werden natürlich als erste fertig sein. Die sind ja
Ganz Lütte, ne? Zack, Zeitsprung. Das war jetzt hier eine halbe Stunde oder was? 35 Minuten. Ein bisschen rumgespielt, ein bisschen gedreht und guckt euch das an. Das sieht fantastisch aus, oder? Die Seiten sind schon ordentlich braun. Jetzt drehen wir die großen Geschichten hier auch nochmal auf Halbmast quasi, damit sie von unten Hitze kriegen. Ja. So. Und dann denke ich mal, können wir auch bald essen. Nochmal 10 Minuten oder so und dann wird das was. Sehr schön. Freunde, unsere Makrelchen waren wie zu erwarten schon fertig. Wir haben uns die erste schon reingeprügelt quasi. Da wurde sich gerade dumm gerissen. Letztes Stück von der ersten Makrele. Butterzart. Leichter Rauch. Köstlich. Ich freue mich auf die großen. Und zack, 45 Minuten später, also alles inklusive quasi. Unsere Freunde sehen fantastisch aus. Wir schnappen uns jetzt hier mal den ersten großen und werden den uns mal reinprügeln, oder? Schöner Fisch. Geil. Der sieht wirklich großartig aus, Freunde. Jetzt muss man nur noch vom Stock kriegen. Vorsicht, heiß. Schnappt euch ein bisschen Papierchen. Na, oh, guck mal. Oh, das geht. Zack. Das geht. Oh, Fisch ist da. Das weg? Oh. Wir müssen probieren. Die Deko-Queen war noch mal anwesend hier. Guckt euch das mal an. Sieht das schick aus, oder? Das ist doch ein Champions-Fischteller hier. Ja, aber jetzt muss das Ganze nur noch schmecken. Freunde, ich und Fisch essen. Ne? Also wir ballern jetzt einfach mal auf. Hört ihr das? Also Kruste ist da, würde ich sagen. Und wir brechen den jetzt einfach mal vorsichtig auf hier. Oh. Guck mal. Oh! Oh, Freunde, ist das ein Glanz. Sieht das himmlisch aus? Also, ich bin ja kein Riesenfischfreund, aber das kann man mal machen. Auf jeden Fall. Ein bisschen Mayo. Geiler Fisch vom Stock. Oh. Und das schmeckt nicht nur geil, das macht auch unheimlich Spaß bei der Zubereitung. Also wenn Fisch, dann Steckerlfisch ab sofort. Grüße an meine bayerische Community. Oh, ist das geil. Also hier möchte man gar nicht aufhören zu essen. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, grillrost.com auschecken, wegen dem lustigen Steckerlhalter. Ja, das war geil. Beim nächsten Mal gibt es bestimmt wieder Fleisch. Das war Bobby, Nullgrill und Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.